Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück in unserem Park Mountains of Takanyo. Beim letzten Mal haben wir die Mosasaurus-Bucht gebaut. Mit mehreren Tribünen und Monorail-Stops. Und natürlich hat auch unser Mosasaurus einen tollen Namen von euch bekommen. Und jetzt geht's weiter mit einer weiteren Folge aus unserem Park Mountains of Takanyo. Und für uns geht's jetzt direkt hier vorne weiter, da wo wir quasi beim letzten Mal aufgehört haben. Hier soll nämlich das nächste Gehege hin. Dafür muss ich natürlich jetzt erstmal wieder ein wenig Platz schaffen. Gerade die ganzen Bäume und sowas müssen hier weg. Und als nächstes begradigen wir dann mal ein bisschen. Ich werde das Ganze jetzt erstmal auf eine Höhe bringen, die ganz leicht über dem Wasser ist. Also wirklich nur minimal, ungefähr noch einen Ticken höher. Das ist mir schon ein bisschen zu weit. Ganz, ganz bisschen nur. Ja, so ist sehr gut. Also auf diese Höhe werde ich das jetzt, denke ich, erstmal anpassen. Machen wir natürlich mit dem Wassertool, das geht am schnellsten. Und dann müssen wir gleich erstmal die ganze Planung hier machen. Gehe jetzt auch nur erstmal so fast bis zum Rand, damit ich noch sehe, wo das Wasser anfängt. Das wird wieder viel, viel Terraforming hier. Gerade das Ganze hier mit den Wegen wird relativ schwierig werden. Damit das später auch schöne Wege sind für die Gäste, dass die da nicht so steile Wege hochlaufen müssen. Das wollen wir natürlich vermeiden. Jetzt müssen wir erstmal gleich gucken, dass wir den Weg da gescheit hochführen in einer schönen Schwingung. Ist immer sehr schwer, wenn es da gerade schon hochgeht, das einzuschätzen. Machen wir jetzt erstmal so, dass wir ein ungefähres Bild haben. Der Weg wird wahrscheinlich noch nicht ganz so schön aussehen von der Kurve her. Das hier ist mir auch noch zu hoch. Der Weg an sich ist von der Position schon sehr gut. Allerdings noch viel zu hoch. Weil hier vorne soll so eine kleine Aussichtsplattform auch hin. Und wenn die so mega hoch ist, sieht das halt auch nicht aus. Dann auch nicht so angenehm für die Gäste, weil dann sind sie mega weit weg von den Lebewesen, die dann da unten in das neue Gehege kommen. Ich kann mir vorstellen, dass das eine gute Höhe ist. Vielleicht noch ein Ticken niedriger. So ist, denke ich, eine sehr gute Höhe. Dann können wir das mal anpassen auf diese Höhe. Da werde ich jetzt mal das Wassertool nehmen. Das geht schneller. Kann man sich zwar auch schneller Sachen mit kaputt machen, aber es geht halt einfach schneller. Momentan gibt es ja auch noch nicht wirklich was, was ich hier kaputt machen könnte. Weil ich noch nicht groß was gemacht habe. Oh, hier geht ja auch noch das Gewässer rein. Das müssen wir auch noch bedenken. Zur Not muss das halt hier vorne enden. Aber ich weiß nicht, ob ich das hier weiterführen möchte. Weil das vielleicht gar nicht so schlecht aussehen würde. Könnte man überlegen. Wichtig ist immer, wenn ihr überglätten wollt, dass ihr nach links und rechts ein bisschen weiter das Ganze begradigt. Sonst macht er den Weg halt so ein bisschen schräg, also so nach links oder nach rechts abfallend. Kann man dann natürlich im Nachhinein noch anpassen. Aber wenn man dann hier einfach überglätten will und das einigermaßen gerade sein soll, dann ist es immer wichtig. Jetzt seht ihr, hier geht es jetzt schon ein bisschen schräg hoch. Das ist halt genau das, was ich meine. Deswegen muss man halt nach links auch mal ein bisschen mehr überglätten, damit man dieses Problem nicht hat. Ist halt immer ein bisschen friemelig, dass es dann für die Gäste gut ist. Aber ich finde es halt doof, wenn die Gäste später auf so steilen Wegen laufen müssen. Sieht halt erstens doof aus und ist auch unrealistisch. Kein Gast würde sich da so hochquälen. Aber ich glaube, das sieht ganz okay aus. Und hier vorne soll dann auch wieder ganz viel Terraforming gemacht werden.
Aber das finde ich schon ganz cool, dass der Weg hier so zwischen den Klippen hochgeht. Da probieren wir jetzt mal aus, ob die hier platzierbar ist. Nee. Das wird höchstwahrscheinlich an dem Berg hier liegen. Ihr seht schon, wenn ich weiter nach links gehe, geht's. Das heißt, wenn ich die hier hinmachen wollen würde, müsste ich hier ein ganzes Stück abreißen und dann wieder hinzeichnen. Würde auch gehen. Ich weiß halt nur nicht, ob sich das lohnt. Aber ich habe auch schon da vorne die Dinger benutzt. Und zu viele auf einem Haufen finde ich auch nicht schön von den gleichen Gebäude. Deswegen werde ich hier dann wahrscheinlich eher zu einer normalen Plattform, die selbst gebaut ist, halt tendieren. Mach den Winkel von dem Weg noch mal ein bisschen anders. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das mache, dann mit dem Weg am Ende. Ob der dann hier eine Sackgasse oder in eine Sackgasse überläuft oder irgendwie noch verbunden wird nach hier links. Bin ja eigentlich kein Fan von Sackgassen. Weil wenn ich mir vorstelle, ich laufe in einem Zoo oder Park in der Sackgasse und darf dann das ganze Stück zurücklaufen, das ist schon mies. Also das ist nie schön. Deswegen sind Rundwege immer viel, viel besser. Solltet ihr auch immer machen, wenn ihr so Wege einzeichnet. Ja, orientiert euch immer an diesen gestrichelten Linien, wie weit ihr geht. Jetzt zum Beispiel hier bis zum ersten Strich. Zweiter Strich. Zweiter Strich ausgefüllt. Also so kann man sich das immer ganz gut merken. Ich glaube, ich werde jetzt mal im zweiten Strich ausgefüllt gehen. Und hier dann genauso. Dann habt ihr es auch gleichmäßig. Könnt ihr das verbinden? Das sieht eigentlich schon gar nicht so schlecht aus. Finden wir das nochmal eben so. Hier auch ungefähr, dass das gleichmäßig ist auf der Seite. Ich bin noch am überlegen, ob wir hier was zwischen machen, aber ich glaube, das macht keinen Sinn. Also man hätte halt sowas machen können wie hier vorne mit den Almen. Aber nee. Ich glaube, das lasse ich hier mal weg. Füllen das jetzt mal aus, die Fläche. Und schauen wir uns das Ganze mal an. Ich muss halt jetzt auch gucken, dass ich erstmal alles platziere, was ich hier platzieren will. Sowas wie Wegflächen, Gebäude und sowas. Und Felsen, Baumstämme. Weil ich weiß genau, wenn ich jetzt alles vorher schön mit dem Terraforming mache, am Ende darf ich da sowieso nochmal rüber. Das hat immer noch so ein bisschen das Problem, dass diese ganzen platzierbaren Objekte noch so viel anheben. Das wäre noch schön, wenn man die Sachen platzieren könnte, ohne dass das Terrain verformt wird. Dann könnte man hier noch viel, viel leichter und schneller arbeiten. Na, vielleicht kommt ja sowas nochmal. Ich hoffe ja auch noch auf eine No-Collision-Mod. Das heißt, dass man Gebäude und sowas immer platzieren kann. Also ich zeige euch das nochmal ganz kurz, was ich damit meine. Ich denke, ihr wisst es aber. Also dann genau das Problem hier, wenn dann hier rot angezeigt wird, dass man es trotzdem platzieren könnte. Oder halt sogar Sachen ineinander. Wäre zwar natürlich sinnlos, aber das würde halt viel, viel mehr Baumöglichkeiten für uns geben. Das wäre noch schön, wenn es sowas geben würde. Aber Leute, es ist ja nicht mehr lange hin. Dann haben wir ja Prehistoric Kingdom. Da werden wir sowieso viel, viel mehr Möglichkeiten haben. Ich freue mich schon so sehr. Schon nächste Woche Freitag der Fall. Richtig gut. So, ich heb das jetzt erstmal auf diese Höhe ungefähr an. Dann haben wir das nämlich auch schon mal. Hier werde ich dann den Felsen noch ein bisschen weiterziehen, glaube ich. So, dass man hier noch die Sicht verdeckt hat auf das Gehege. Soll dann später auch alles natürlich aussehen. Also ganz leicht überglätten, damit es nicht ganz so scharfkantig ist. Und auch hier die Übergänge und sowas will ich noch schöner haben. Will ich dann auch nochmal ganz leicht anglätten. Aber ohne, dass das dann halt abfällt. Ich mache aber jetzt erstmal hier den Zaun. Der muss hier nämlich auch hin. Dass die Gäste da reinfallen. Weil ich kann euch jetzt schon mal sagen, das, was ich hier gerade baue, beziehungsweise um das, was ich gerade herumbaue, weil das Gehege an sich baue ich ja gerade noch gar nicht. Wo ist das hier geschwungen?
Und ist echt leicht geschwungen. Okay, macht ja nichts. Habe ich wohl gut an den Weg angepasst. Also das Gehege, was mal hier hinkommen soll, da wird ein sehr, sehr gefährliches Lebewesen reinkommen. Werdet ihr dann am Ende der Folge sehen. Ich will das Gehege halt auch nicht jetzt zu sehr einschränken und zu klein machen. Deswegen ziehe ich das jetzt hier einmal so lang. Da müsste man hier auch noch eine kleine Felswand vormachen, weil sonst ist es ein bisschen unlogisch. Würde hier das Wasser runterlaufen. Aber dann ist halt der Plan, dass ich hier mit dem Weg Ticken hochgehe, was ich sowieso gerne machen wollen würde, glaube ich. Erstmal so. Noch ein ganz kleines Stück höher am Ende. So ungefähr. Da soll es dann rüber gehen. Bin ich mal gespannt, wie das aussieht gleich. Müssen wir aber erstmal hier wieder das so machen, dass wir das hier links und rechts ein bisschen anpassen. Das habe ich euch ja gerade schon erklärt, dass man da immer so ein bisschen mehr nach links und rechts anpassen muss, wenn man überglätten will. Hier hinter den Weg wieder lang führen oder so. Das teste ich jetzt auch mal aus. Wenn wir hier nochmal wieder ganz viel anpassen. Diese Höhenunterschiede sind ja an sich echt interessant. Ist halt nur mal ein bisschen komplizierter dann zu bauen. Wenn man dann will, dass es vernünftig aussieht später. Könnte man dann sogar noch Läden nach oben machen oder sowas. Also wenn ich hier noch Läden hin platziere, das muss ich mir halt jetzt auch früh überlegen. Weil dann muss ich hier wieder alles anpassen. Dann kann ich jetzt nämlich so noch gar nicht planen. Wie wäre das denn, wenn ich hier noch eine Einschienenbahn langführe? Weil ich mir da auch nicht sicher bin, ob das sinnig ist. Im Streckenverlauf. Weil ich will ja später auch ungefähr einen Rundweg haben, der dann Sinn ergibt. Vor allem wären die Schienen so voll im Weg. Ne, die würden gar nicht den Blick blockieren so doll. Würde sogar gehen. Also an sich ist es cool, aber ich weiß halt nicht, wie ich das mit dem Verlauf dann mache. Weil ich will es halt später wirklich so haben, dass der Verlauf einen Kreislauf ergibt. Weil diese Strecke fährt ja zum Beispiel hier rein und kommt dann da oben wieder raus. Das ist ja so ein bisschen der Sinn dahinter. Und ich könnte dann natürlich diese Strecke hier anschließen. Die Frage ist nur, wo geht dann diese Strecke hin? Ich will halt eigentlich auch nicht hier wieder rausfahren und dann hier rüber. Das würde nicht aussehen. Ich könnte halt höchstens die irgendwo hier im Berg enden lassen. Dann weiß ich auch nicht.
Okay, Leute, ich habe mich jetzt doch gegen die Einschienbahn hier entschieden, weil es sprechen viele Punkte dagegen. Einmal kriege ich hier einen doofen Huggel rein, weil ich ja hier diese Brücke gebaut habe. Den werde ich wahrscheinlich auch nur ganz schwer vernünftig wegkriegen. Und zweitens ist das hier total unlogisch, wenn die Schienen oder die Bahn hier endet. Und dann, ja, wo soll sie rauskommen, ne? Das sieht auch von hier aus nicht so schön aus. Macht so ein bisschen die Natur kaputt. Also ich finde, an dieser Stelle ist diese Einschienbahn einfach nicht so geeignet. Machen wir es lieber hier ohne. War ein Versuch wert. Aber gut, ne? Wenn es nicht sein soll, soll es nicht sein. Sieht ja auch schön aus, wenn wir hier einfach dieses Gewässer so ein bisschen weiterführen. Finde ich auch nicht verkehrt. Wir können dann ja hier oben die Einschienbahn noch lang laufen lassen. Hier auf dieser Seite des Weges werde ich jetzt auch nochmal eine kleine Plattform bauen, wo dann die Leute nochmal schauen können. Die wird aber ein bisschen kleiner ausfallen als die andere. Auch wieder mit dem grauen Weg und relativ identisch, halt nur ein kleiner. Ich mache hier nur bis zu dem Strich und auch bis zu dem Strich. Und dann das Ganze genauso von der Form. Dann müssen wir jetzt nur mal überglätten. Das sieht doch super aus. Und dann müssen wir logischerweise das Terrain jetzt wieder komplett an den Weg und an die Plattform und sowas anpassen. Kann übrigens auch sein, dass ich viel von diesem Terraforming komplett rausschneide für euch, weil das ist in diesem Gehege so unfassbar viel, dass selbst wenn ich das im Speedbuild mache, das wahrscheinlich schon zu lang werden würde, das Video. So, der Grundriss vom Terraforming steht. Bevor ich jetzt hier weitere Detailarbeit mache an den ganzen Klippen und sowas, möchte ich allerdings jetzt mit dem Gehege anfangen. Denn es kann natürlich später sein, dass ich mir da noch ordentlich was kaputt mache, wenn ich irgendwie Bäume oder so platziere. Und ich freue mich gerade schon auch auf die Gestaltung. Ich habe jetzt so viel Terraforming gemacht, da wird es dann auch mal Zeit. Als allererstes dafür müssen wir einmal alles abstecken. Da, wo der Bewohner, der da reinkommt, dann nicht hin soll. Das ist halt dann der Zaun, der dann später wieder unsichtbar sein wird. Und was da für ein Gehege hin soll vom Stil, das werdet ihr auch gleich sehen. Passend zum Bewohner, den ihr auch noch nicht kennt. Alles so geheimnisvoll heute. Nee, aber dauert nicht mehr lange. Dann lassen wir den ja schon frei, dann wisst ihr es auch. So, das sieht doch schon ganz gut aus. Einmal grob abgesteckt. Der Platz ist auch wieder riesig, ne? Also die Gehege allgemein hier in unserem Park sind von der Größe mega ausreichend. Ich bin gerade auch am Überlegen. Ich glaube, ich lasse den Zaun erstmal so gestalte und dann machen wir den am Ende unsichtbar. Dann kann ich wenigstens noch so ein bisschen sehen, wo das Ganze, wo der Zaun ist. Ich werde hieraus ein Sumpfgehege machen. Deshalb auch schön über dem Wasser. Jetzt können wir nämlich schön mit diesem Wasser arbeiten, indem wir einfach das Land ein bisschen niedriger machen. Und dann können wir Wasser einzeichnen, ohne groß Probleme zu bekommen.
super angenehm. Natürlich brauchen wir auch welche von diesen normalen Wasserquellen. In diesen hier. Weil er dann da halt trinken kann. Aus diesem Wasser kann er nämlich nicht trinken. Aber tatsächlich kann man das hier nicht so gut einzeichnen wie das andere Wasser. Deswegen finde ich das ganz cool, dass wir hier die Möglichkeit haben, mit diesem Wasser zu arbeiten. Da kann man dann auch mal ein bisschen interessantere Formen machen. Ich werde jetzt auch erstmal ein bisschen zu viel Wasser einzeichnen, denke ich. Weil es besser ist, als wenn man dann zu wenig hat. Mal so ein bisschen mixen, dass er halt auch an der einen oder anderen Stelle trinkt. Den Unterschied von der Farbe sieht man nur ganz leicht. Später, wenn die Bäume und so da sind, wird das sowieso komplett untergehen. Was jetzt was ist. Aber mit diesem Wasser bin ich einfach super flexibel, was hier einfach unten drunter ist. Wenn ich einfach absenken kann und da kommt Wasser, super angenehm. Da kann man dann auch viel interessantere Wasserformen machen. Kann ich mich auch austoben, wie ich möchte. Ist ja ein Sumpf. Ein Sumpf ist halt viel Wasser, viel Land. Sieht schon als Grundriss nicht schlecht aus, muss ich sagen. Und jetzt kommen als nächstes Redwood Trees. Mit denen habe ich tatsächlich so ein bisschen Angst, dass die mir hier das Terrain kaputt machen. Oh, nee, okay. Bis jetzt klappt das ganz gut. Werde ich jetzt auch einige platzieren, da wo es geht. Natürlich auch so, dass sie die Sicht nicht zu sehr verbergen, weil das hier gar nicht so schlimm ist. Oh, hier kann ich schon gar nicht mehr hin, wegen dem Rand anscheinend. Oder auch nicht. Also das ist ein bisschen random hier. Ich glaube, das liegt wegen den an den Höhenunterschieden hier, dass das teilweise da nicht geht. Machen wir hier nochmal einen hin. Das war so rum. Das ist von dieser Seite ganz cool. Und jetzt nochmal ein paar einzelne Bäume platzieren. Müssen wir der sowieso machen. Hier werden auch nicht nur Redwood Trees sein. Oh, ihr habt es gesehen. Das ist halt das, was ich meine. Deswegen wollte ich die erst platzieren. Weil mir das hier auf jeden Fall noch leicht die ganze, das ganze Terraforming wieder kaputt machen kann. Ist halt immer so ein bisschen die Sache. Aber ich denke, ich habe in diesem Gehege eigentlich alles richtig gemacht, so von der Reihenfolge. Zumindest bis jetzt. Ich hatte jetzt noch nicht groß Probleme, dass ich mir irgendwas mega kaputt gemacht habe. Und dann da alles neu machen musste. So, das sieht doch schon ganz gut aus. Jetzt kommen als nächstes die Felsen rein. Die dürfen auch nicht fehlen. Dann haben wir schon alle platzierbaren Objekte soweit gemacht. Am meisten benutze ich dann immer diese Felsen hier. Die finde ich halt echt am praktischsten. Muss ich sagen. Wenn man die dreht und so, dann fällt das auch gar nicht auf, wenn man oft die gleichen benutzt. Aber ein bisschen variieren muss dann schon sein. Schön an so einem Sumpf ist, da kann man ordentlich alles vollklatschen. Also da kann man sich schon austoben mit platzieren. Zumindest an den Stellen, wo es dann auch funktioniert. Ich glaube, ich mache hier nochmal den einen oder anderen hiervon rein. Da ging es gerade. Nice, das wird schön, das Gehege, glaube ich. Hier wäre noch ganz cool. Aber es geht wahrscheinlich nicht wegen dem hohen Höhenunterschied da. So. Und dann dürfen wir natürlich auch nicht Futterspender vergessen. Ganz, ganz wichtig. Hier kommt übrigens ein Fleischfresser rein. Das heißt, wir brauchen definitiv Fleischfresser, Futterspender. Jetzt ziehen wir hier einen hin. Und hier vorne finde ich ganz cool. Auch wieder leicht das Terrain angepasst. Ich glaube, ich mache hier
Hier auch noch einen hin. Haben wir 3 Stück. Und dann noch einen Ziegenfutterspender. Dann nehme ich den hier mal. Ich glaube, das ist der coole mit dem Gitter. Der kommt einfach mal hier in die Mitte. Haben wir da einen, da einen, da einen. Da einen Ziegenfutterspender. Was ist das denn? Oh, ich habe noch den Protoceratops installiert. Ja gut, dann ist es ein Protoceratops-Futterspender. Der backt aber so ein bisschen rum. Den muss ich, glaube ich, nochmal deinstallieren und die normale Ziege reinhauen. Das gefällt mir nicht ganz so gut. Wir machen den jetzt auf jeden Fall erstmal auf deaktiviert. Nicht, dass wir dann später zu viele von den Dingern rumlaufen haben. Und jetzt wird ordentlich bepflanzt. Haben wir alles Platzierbare soweit platziert. Jetzt können wir uns ordentlich austoben mit Bäumen. Dann kommen als nächstes noch viele, viele Büsche da rein. Die sorgen dann auch nochmal ordentlich für Sumpfoptik. Kann man wirklich großflächig alles anpinseln. Ist halt übrigens auch ganz gut, man kann halt diese Büsche auch kombinieren. Das heißt, wenn ich jetzt gleich noch eine andere Buschart auswähle, dann werden automatisch noch mehr Büsche hinzugefügt. Wir müssen gleich auch noch den Untergrund ein bisschen anpinseln, unterschiedlich. Wenn das alles nur so grün in grün ist, dann ist das halt ein bisschen unnatürlich. So ein paar braune Flecken und felsigere Flecken brauchen wir da schon noch drin. Aber ihr seht schon, diese Büsche sorgen schon ordentlich für Sumpffeeling. Noch ein paar von denen dazufügen an der einen oder anderen Stelle. Mehr ist mehr. Das sieht schon aus wie ein Sumpf, ne? Cool, gefällt mir. Packen wir diesen grauen dazu. Und noch ein paar Blumen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu viel. Aber das geht halt echt noch. So, den Zaun habe ich jetzt entfernt. Alles unsichtbar gemacht. Jetzt sieht das Ganze schon so aus. Wie ein Sumpftal, so wie ich es auch wollte von der Optik. Eine Sache habe ich fast noch vergessen. Wir haben ja noch diese tollen umgefallenen Baumstämme. Die will ich natürlich auch noch ordentlich platzieren. Die passen ja super in so eine Sumpfgegend. Bei einem Sumpf kann man halt wirklich richtig voll klatschen. Sieht eigentlich dann immer ganz nice aus. Flach nicht möglich. Ey, jetzt hat er das hier blockiert. Der eine Protoceratops, der hier rumläuft. Komm weg da. Aus dem Weg. Oh. Der war jetzt doof. Muss halt auch gucken, dass ich nicht zu sehr übertreibe. Der ist halt auch echt nicht so schön hier. Mistakes have been made. Das gefällt mir gut. Ja, an sich ist das schon ganz cool. Müssen halt jetzt nur korrigieren hier. Aber hier hat man halt jetzt nochmal ganz gut gesehen, was so alles schief gehen kann, wenn man erst das ganze Terraforming macht. Aber ich hatte wirklich wenig Probleme in diesem Gehege, deswegen will ich mich nicht beklagen. Und jetzt hier nur so minimale Sachen, die ich noch wieder anpassen muss. Ich hier die ganzen Felswände wieder hochzeichne und sowas. Werde ich dann gleich alles auch noch so machen. Und werde euch dann einfach am Ende das fertige Ergebnis präsentieren. Hier muss ich auch noch ganz viel arbeiten. Aber wir gehen jetzt erstmal hier zu dem Hotel. Das habe ich vorhin auch platziert. Das habt ihr, glaube ich, gar nicht gesehen im Schnitt. Oh, hier muss ich auch nochmal überglätten. Werde ich gleich alles machen. Aber wir machen jetzt erstmal hier die Wegverbindung. Das ist nämlich hier unser erstes Hotel im Park. So, das gefällt mir eigentlich schon ganz gut.
Da können wir dann nachher noch so ein bisschen Wald erstmal drum machen. Und dann passt es eigentlich. Dann haben wir das Hotel soweit schon mal fertig. Die Einschienbahn, die da gleich links noch lang geht, die werde ich jetzt, glaube ich, auch noch gar nicht einzeichnen. Da bin ich mir nämlich auch noch nicht sicher. Die wird wahrscheinlich auch so ein bisschen vom Verlauf damit zu tun haben. Also ich meine die Einschienbahn hier oben. Die soll ja auch noch hier lang laufen. Aber die wird wahrscheinlich auch mit dem Verlauf noch ein bisschen zu tun haben, je nachdem, was hier noch hinkommt. Weil hier ist ja auch noch eine, so eine schöne Fläche, wo wir auch noch etwas hinbauen, wahrscheinlich in der nächsten Folge. Und je nachdem werde ich dann wahrscheinlich die Einschienbahn platzieren. Hier unten das Ganze habe ich ja jetzt schon mal. Sieht auch schon echt interessant aus. Oh, wartet mal. Ich glaube, ich muss allgemein die Wege nochmal korrigieren hier und nachgucken. Ich habe mir da noch ein bisschen mehr zerschossen, als ich mitbekommen habe. Aber das werde ich, wie gesagt, jetzt gleich alles so machen und euch dann einfach das fertige Ergebnis präsentieren. Das passt nämlich soweit. Hier ist zum Glück nichts kaputt gegangen. Die Brücke steht noch. Ja, dann würde ich sagen, mache ich hier mal so ein bisschen Terraforming. Und dann können wir schon unseren Bewohner für unser Dschungelgehege freilassen. Und in dieses Gehege kommt kein geringerer als ein Schreihals. Nee, natürlich der Draco den Titan. Das ist ein neuer Hybrid für das Spiel. Durch Mods natürlich dazugekommen. Und der hat mir so gut gefallen, als ich mir den angeguckt habe und euch vorgestellt habe, dass ich den unbedingt hier in diesem Parkbauprojekt benutzen wollte. Der sieht halt so unfassbar böse aus. Guckt euch mal diese Zähne an. Hammer, oder? Der ist, glaube ich, eine Mischung aus dem Baryonyx und Polarcanthus war es, glaube ich, ne? Ach, dieses Gebiss. Unglaublich. Polarcanthus ist hier oben drin. Der ist nämlich sehr, sehr gepanzert. Ah, ziemlich cool. Der passt auch von den Farben super in das Gehege. Ich werde den da jetzt mal rüberbringen und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Aus dieser Sicht sieht man nochmal wirklich schön die ganzen Höhenunterschiede, die wir verwendet haben. Guckt euch das mal an, wie felsig und bergig das aussieht. Ist das nicht cool? Und auch die Brücke hier sieht ziemlich nice aus. Wir müssen vielleicht beim nächsten Mal noch hier so ein paar Details machen. Vielleicht hier noch ein Geländer hin oder sowas. Und vielleicht hier auch noch ein paar bisschen mit Bepflanzung arbeiten. Vielleicht auch hier oben drauf und sowas. Bin ich mir noch nicht ganz sicher. Oder hier. Das hier sieht auch schon ziemlich nice aus. Wie so der Gang reingeht. Gefällt mir schon richtig gut. Da hinten geht es dann auch hoch. Aber wir wollen jetzt natürlich erstmal gucken, wie sich hier unser Draco den Titan so macht in dem Gehege. Optisch. Der ist so unfassbar laut. Aber das sieht doch cool aus. Ich war mir ehrlich gesagt erst unsicher, ob ich hier wirklich Hybriden drin haben will in dem Park. Aber ich fand die Mod so cool. Und der passt hier auch wirklich gut in das Gehege optisch. Guck mal, wie gut man den beobachten kann von hier oben. Das ist echt nice. Schön in seinem Sumpfgehege. Ich bin sehr zufrieden damit. Er braucht übrigens auch noch einen schönen Namen von euch, der Draco den Titan. Also gerne wieder Namensvorschläge in die Kommentare schreiben. Und ich würde sagen, das war's mit der heutigen Folge. Falls es euch gefallen haben sollte, würde ich mich selber ein Like freuen. Und das hier haben wir heute gebaut.